von Zeit zu Zeit müssen also die Apparate des Genießens ein bisschen angefrischt, akzentuiert werden. Das war gerade interessant, als ich kurz die Augen öffnete und eine duschende Rückseite erblickte, dann die Augen wieder schloss, dass das dann sofort zu jenem implantierten automatistischen Mimikry-Mechanismus der Vierhügelplatte, der Befruchtungsfurche, jener angeborenen Imago des Zugangs zum angeblichen Ewigen, zum Allerheiligsten, zur Himmelspforte überdeckt wurde im Sinne eines Déjà-vus, denn Déjà-vu ist nichts anderes als die Überdeckung von zwei Bildern, die leicht verschoben übereinander gelegt werden.